ist nichts, oder? Nee. Hier die Pistolen oder wie viel fucking haben wir denn? 14, naja, da können wir auch die Pistolen erstmal nehmen, um das ein bisschen auszuleuchten. Wo? Ha! Der erste Tod. Der erste Tod in diesem Spiel, in dieser Add-on. Und ich habe direkt angefangen zu leicht zu schreien. Was ist hier los, Leute? Die kreuzen sich ja. Die sind durcheinander gerollt. Also die sind ineinander praktisch gerollt. Und der ist sehr funktionstüchtig in der Wand verschwunden. Funktionstüchtig? Egal. Der ist in der Wand verschwunden, im Schnee, im Eis. Oh, heute ist so schön warm draußen, wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich bin nachher auch wieder mal 2 Stunden nicht da. In dieser Zeit soll die Videos hier mal ordentlich rendern. So, was liegt natürlich hier wieder? Schrotflintenmunition. Dankeschön, Cordesign. Danke, liebes Spiel, dass hier so schön Munition liegt. Hier ist auch nichts. Also hier würde man jetzt nicht hochkommen. Das ist vielleicht irgendwie ein Secret-Weg, aber da kommt man ja nicht hoch. Also hier hat man ja auch keine Möglichkeit, irgendwie zu stehen, weil da oben ist halt irgend so ein Eingang. Also vielleicht kommt man da später mal hin, aber man hatte hier überhaupt keine Möglichkeit. Das seht ihr ja jetzt auch. Also hier ist, kann man nichts tun. Das ist einfach sozusagen, denke ich mal. Okay, ja, war die Schrotflintenmunition. Also hier ist jetzt auch, glaube ich, nichts weiter. Haben wir ja nur noch einen anderen Weg. Ach ja, hier haben sie auch eine Weile überlegt, was ist denn eigentlich in diesem Raum zu tun. Hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht wüsste, dass diese Textur eine Klettertextur ist. Ich kann es mal demonstrieren. Da, Lava kann da sich hochhangeln. Also das ist auch gar nicht mal so einfach. Aber hier in dem Raum ist auch sonst, glaube ich, nichts weiter. Ich hoffe, wir haben jetzt hier auch alles aufgehoben an Gegenständen. Ich will hier wirklich nichts liegen lassen. Gerade auch so Medipacks oder so. Ja, ich habe euch ja erzählt, wir haben ja nicht so viel. Aber ich hoffe, wir haben jetzt das Naheliegendste oder was weiß ich, das meiste aufgehoben. Und können uns dann hier die Leiter, also können uns mal die Leiter hier zu Gemüte führen. Speichern dazu natürlich mal wieder ab. Das ist wieder praktisch ein neuer Abschnitt da oben. Also wir könnten jetzt, glaube ich, in den alten kann man dann auch nicht mehr zurück. Gleich. Also gleich. Wir kommen erstmal noch zu einer Vorgeplänkel-Stelle. Und dann kommen wir auch praktisch in den Hauptteil des Levels, wo wir dann auch gleich am Anfang, ziemlich weit am Anfang, die ersten Waffen finden. Also das Level ist richtig cool. Ich genieße es gerade einfach, es zu spielen, weil ich habe es noch nie gespielt. Habe das praktisch gestern Abend hinbekommen zu installieren und jetzt gleich am nächsten Tag, Mittag, spiele ich es. Oh, Lava guckt da hoch, sehe ich gerade. Lava guckt zu der Tür, das habe ich gerade nicht gemacht. Und hier müsste normalerweise auch wieder bedrohliche Musik kommen, die dann einen Gegner vorwarnt. Ja, das ist natürlich immer praktischer, wenn die Musik kommt. Da kommt er. Und jetzt müssen wir nicht so viel Leben verlieren, weil wirklich, wir haben nicht so viel Medipacks. Oh mein Gott. Ich wollte nicht gleich alle 2 auslösen eigentlich. Hallo? 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 Lava? Oh. Oh, jetzt war ich... Hab ich gerade geschrien? Ich muss meine Frames gerade mal verlegen. Huch! Jetzt war der Bildschirm gerade kleiner. Egal, jetzt habe ich den mal nach unten links verlegt. Ich habe es eigentlich immer unten rechts. Ja, mein Leben ist ja nicht wahnsinnig hoch, ne? Laden. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich will erst nur, dass einer rauskommt. Und nicht so weit nach hinten gehen. Das ist Lava überfordert. Ja, immer schön in Bewegung bleiben. Dann hat man hier auch mehr Möglichkeiten. Sehr schön. Das lief richtig gut. Das war ja beinahe perfekt. Erstmal speichern. Jetzt noch den anderen überwältigen und das wird schon alles. So wie ich das will. Ich denke schon.
Wo kommt der denn? Drauf zurennen einfach. Immer schön in Bewegung bleiben, dann klappt das auch normalerweise. Sehr schön. Also wirklich, wenn man hier nicht alle gleichzeitig auslöst und nicht laufend in irgendein Loch einfällt, dann ist das gut. Hier haben wir auch schon die erste Munition gefunden für eine Waffe, die wir auch gleich finden. Nämlich M16 Clips. Also hier am Anfang des Levels haben wir auch Reise mit 80 gleich die ersten Waffen verpennt, die man aber in den nächsten, also in den nachfolgenden Leveln auch findet. Ich habe gar nicht geguckt, ob der was dabei hat. Oh mein Gott, gut, dass ich nochmal hingegangen bin. Ja, der hatte auch nochmal M16 Munition. Also hier auch, wie heißt die Waffe? Scharfschützengewehr? Ne, wie nennt man denn das? Das. Ja, irgendwie Maschinengewehr ist das doch, M16. Ja. Die Gegner haben auf jeden Fall jetzt beim zweiten Versuch sehr gut überwältigen können. Und ihr habt schon gesehen, die halten echt eine ganze Menge aus. Also wie aus Tomb Raider 2, die aus dem Himalaya am Ende. Ja. Es gibt ja auch einen Endgegner, aber zu dem will ich noch nichts sagen. Na komm, hier ist ja nichts jetzt. Ah nee, ich wollte noch mal gucken. Ja, Entschuldigung. Weil hier, vielleicht liegt ja noch irgendwas hier in dieser Mitte. Wir haben ja da vorne gerade schon ein großes Medipack aufgehoben. Das war übrigens schon mal sehr nett. Danke, Spiel. Danke dafür, dass da ein großes Medipack lag. Aber man muss mich hier mal ein bisschen umgucken. Döp. Oh, hier scheint, glaube ich, nichts zu liegen, oder? Nee, hier ist nichts. Auch in den Ecken, da habe ich, glaube ich, schon geschaut. Da liegt nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt da raus. Da ist auch wieder praktisch jetzt in den richtigen Teil reingeht, wieder ein extra Safe. Und jetzt hier rüber. Huch! Oh, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt das Genick brichst. Da können wir jetzt hoch, aber ich glaube, hier liegt noch ein Geheimnis irgendwo. Oder irgendwas war hier mit der Kiste. Die kann man irgendwie wegschieben und da kann man, glaube ich, sogar zu einem Secret. Deswegen, ja, ich hasse Kistenschiebereien. Wie auch Zero-Tasche, der hast du auch. Ja, ich muss immer wieder von den beiden anfangen, aber das erinnert mich halt alles an das Let's Play von denen und da ich es auch noch nie gespielt habe hier alles, hat das für mich auch noch so eine bestimmte Bedeutung, so einen bestimmten Erfahrenswert irgendwie, oder wie man das nennt. Wer soll ich denn hier wegschieben? Ich habe ja gar nicht mehr Möglichkeiten. Doch, habe ich. Ich schieb die einfach jetzt mal hier nach hinten, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Oh, ich hätte die auch da rein. Nee, da rein hätte ich nicht schieben können. Ich kann sie nach da noch schieben, oder? Würde das gehen? Dann habe ich nämlich hier ein bisschen mehr Platz. Nee, die Fläche sehe ich gerade, ist uneben. Okay. Ja, das ist alles ein bisschen uneben hier. Ja. Ich hab die mal noch raus. Da hinten ist nämlich irgendein Capscratch und die Textur gesehen, glaube ich. Also durch die Kiste. Hier ist auch die Schrift, also diese praktischen Schriftzeichen. Hier. Es könnte irgendwie irgendwelche. Weiß nicht, was das für eine Sprache sein soll. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aha. Leider kein Geheimnis. Leider, leider, leider. Aber Gegenstände. Und das Schöne ist, es ist sogar ein kleines Medipack noch mit dabei. Wir haben ja nicht so viele, habe ich gesagt. Und Schrotmunition. Danke, liebes Spiel. Schöner wäre es noch gewesen, wenn es ein Geheimnis gewesen wäre. Da hätten aber dafür auch keine Gegenstände gelegen. Also das gleicht sich dann ja sowieso praktisch hier schon aus. Also, danke, Core Design, dass du hier was hinprogrammiert hast. Und jetzt kann man hier wieder rausspringen. Ich glaube, mehr war hier dann nicht. Und dann kann man wirklich mal in den eigentlichen Hauptteil des Levels kommen. Ja, wenn ich jetzt zusammenzähle nach 25 Minuten Spielzeit, das ist ziemlich schlecht. Aber dafür gucke ich mich hier auch um und ja, finde dann vielleicht auch mehr als andere Leute, die sich hier nicht so genau umgeschaut haben. Was ist das hier? Auch nur so ein dämlicher Rundgang. Ja, ja, okay. Ja, dann, ja. Gehen wir jetzt hier hoch, würde ich sagen. Speichern und hoch mit dir. Ja klar, Lava, das war ja auch sehr klar. Ich wollte mal ein bisschen was abkürzen, aber nein, du willst ja wieder mal nicht. Hätte ich vorher missen müssen. Tut mir sehr leid. Aha. Ja, ein kleines Medipack. Das gefällt mir doch. Das nehmen wir auch direkt mal mit, würde ich sagen.
Wie ihr seht, die haben übrigens ein grünes Kreuz drauf. Ich meine, das sind ja immer rot, die haben hier ein grünes. Haben sie das umgeändert? 4 kleine, 2 große. Für den Anfang schon mal gar nicht schlecht. Und unsere aktuelle Lebensenergie ist auch recht gut. Die wird jetzt aber wahrscheinlich auch sinken gleich. Weil, nachdem wir diese Seilbahn runterfahren, die wir jetzt gerade schon gesehen haben, ja, kommen da auch wieder ein paar Gegner auf uns zu. Ja, und Servotasche konnte keine kleinen Schritte machen. Der musste das immer so kompliziert machen. Aber wir können das ja. Warte mal. Ah. Der Himmel sieht doch aus. Also, ich weiß nicht, sieht irgendwie voll schön aus, aber irgendwie auch total verpixelt und so leicht verbuggt irgendwie. Wartet mal. Wo ist der Vogel? Er kommt nicht. Komisch, ich habe gerade Vogel gehört. Da. Nein! Habe ich das Leben verloren? Ich glaube schon. Ich lade mal. Ja, Entschuldigung. Ah, ich habe es richtig gespeichert. Ich speichere an jeder Ecke, habe ich schon gesagt. Ich speichere an jeder Ecke. Ah, hier liegen noch Fackeln. Die hätte ich jetzt auch hier verpennt, wenn ich einfach runtergefahren wäre. Okay. Oh mein Gott, hier geht es ja ziemlich in die Schlucht. Da kommt man sogar runter, sehe ich gerade. Da sind so eine Texturen. Da will ich jetzt aber noch nicht hin eigentlich. Was kann man auch von da drüben dann noch machen? Okay. Ist da unten eigentlich was, wenn ich da jetzt schon mal reingucke? Da ist Schwarzes. Also ist alles da ist Schwarzes. Oh Gott. Ja, da ist es schwarz, aber... Da ist es schwarz. Was labere ich hier heute eigentlich? Ist ja wieder mal furchtbar. So, jetzt gucken wir uns mal den Himmel an. Also ich finde, das sind so, wie nennt man denn das? Heute bin ich aber auch mit meinem Wortschatz ziemlich am Ende. Polarlichter, genau. Jetzt ist mir das eingefallen. Das ist das einfache Wort eigentlich. Das scheint doch Polarlichter zu sein, oder? Richtig schön. Also irgendwie sieht das so ein bisschen aus, als wenn da, wo der was Kopf... Warte mal, Moment. Da, wo der was Kopf jetzt ist, da dieses... Das sieht aus wie Wolken irgendwie und darüber halt diese, Polarlichter. Das hat irgendwas. Sieht irgendwie schön aus. Ach. Sie sollte mal auf dem Bett mit spielen. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier so ein bisschen... mich manchmal ein bisschen hier bewege, so ein bisschen mit meinem Kopf und irgendwas vielleicht ein bisschen knackt. Denn ich habe schon wieder so ein bisschen keine Kopfschmerzen, aber der Kopf wieder so, wie wenn ich den jetzt hier so halten muss. Da muss ich meinen Kopf einfach mal ein bisschen anlehnen vielleicht. Aua, das tut noch mehr weh. Okay. Da, jetzt kommt er. Wirklich, ich habe nur auf ihn gewartet. Jetzt ist er da hinten. Ich wollte gerade sagen, sterb, bevor ich sterbe. Ja, speichern wir nochmal ab, nachdem der jetzt hier war. So. Und fahren jetzt die Seilbahn herunter. Ja, es ist jetzt ein bisschen... Nein, nicht los, das ist mehr... Nein! Unser Leben, oh Gott. Da kann ich direkt mal gucken, was hier ist. Hier kommt man runter. Vielleicht ist da ein Geheimnis. Ich weiß es nicht. Aber wir laden erstmal wieder und fahren erstmal bis hinten die Seilbahn durch.